Willkommen zurück zu Mario und Luigi Dream Team. Tut mir leid, dass ich mich im letzten Part gar nicht verabschiedet habe, aber naja, ich war ein bisschen müde und habe gar nicht gemerkt, dass in der Traumwelt bei diesem Kisso einfach eine Röhre war, die ich gar nicht bemerkt habe. Tja, da habe ich am Ende noch unkommentiert schnell den letzten Albtraumsplitter zerstört. Okay, übrigens, wir sind hier im Somnambald. Das Multibett ist schon gebaut worden, allerdings müssen wir es im Tempel der Kisse, wenn ich mir das also richtig gemerkt habe. Nur dort können wir es einsetzen, um die Pennhände damit zu rufen. Okay, und hier ist elektrische Giftsoße. Da wollen wir natürlich nicht rein. Okay, ich glaube, hier geht's weiter. Yep, und hier sind auch diese Wablinge und das. Ach so, eine Abkürzung. Genau, die, Mann, Luigi, Abenteuer-Bowser-Gegner. Ich habe übrigens rausgefunden, wie die funktionieren. Ich meine ihre Angriffe. Sie blinken, sie zwinkern manchmal, oder was das auch darstellen soll. Und zwar, wenn sie nach oben zwinkern, dann darf man nicht springen. Und wenn sie nach unten zwinkern, dann muss man springen. Okay, ach ja, ich muss Bombenderby machen. Gut, wie immer steht nur noch einer und der, bei dem genügt ein Hammer. Und ein Ultrasirup. Gut, ich glaube, hier geht's weiter. Ein Attackenfragment sehe ich gerade auf der Karte unten. Was ist das? Ein Monty? Wo buddelt der sich denn hin? Entschuldige, versprochen. Komisches Tier. Aber wie haben Man Luigi ihn gesehen, wenn hier doch, der Weg versperrt ist? Okay, wisst ihr was? Ich wirbel mich mal in den Bumerang-Bruder da. Gut, das hat nicht funktioniert. Oh, und wieder Lakitus. Obwohl, ich glaube, die heißen irgendwie anders. Da brauche ich einen Spotball. Lucky Lan, genauso. Na bitte. Ist besser, wenn man die gleich ausschaltet. Gut, ich treffe leider immer nur einen. Ich glaube, im letzten Part habe ich beide getroffen. Okay, Flatterkopter. Okay, ich stampf mal auf den. Gut, drei stehen noch. Die werden hoffentlich mit dem Bombenderby erledigt sein. Ach ja, das ist lustig. Wenn die Gegner schon erledigt sind, dann explodieren die Bomben einfach in Luigis Hand, obwohl das Zeitlimit noch gar nicht abgelaufen ist. Okay, also rechts kommen wir nicht weiter. Dann nehmen wir wohl den Weg mit dem Attackenfragment oben. Hey, hier ist auch versperrt. Wie komme ich denn hier weiter? Gut. Ich sollte vielleicht ein bisschen weniger kämpfen. Ah, jetzt habe ich das verstanden. Die Bienen
attackieren nur dann, wenn man ein paar von ihnen erledigt. Dann sind sie nämlich sauer. Ah, ja, jetzt kapiere ich das. Ach, was mache ich? Hammer. So. Ach ja, ich will ein bisschen weniger kämpfen. Und hier müsste irgendwo ein Attackenfragment sein. Aber hier sind ja nur Münzen. Hä? Oh, da brauche ich diesen Wirbelsprung. Okay, ich weiß nicht, ob das gut war. Okay, ich glaube hier Bohrer. Gut, es ist hier schon mal frei, aber... Ah, da ist das Attackenfragment. Gut, mal wieder was zum Sammeln. 10 Blöcke gibt es auch hier im Sonnenwald, aber naja, das hätte ich mir eigentlich denken können. Habe ich mir auch gedacht, aber ich habe es bisher noch nicht so erwähnt. Lass mal so. Okay. Aber hier ist auch was. Oh. Gut. Schöner See eigentlich. Gut, was rede ich? Moment! Hier ist doch dieses komische Wesen lang gegraben. Und hier ist noch ein Attackenfragment, Block und zwei Wege. Gegen den will ich jetzt nicht kämpfen. Oh, Bohne! Irgendwie so ein Witz. Bohne! Okay, ich will jetzt nicht so viel kämpfen. Was für eine lange Dornenhecke. Okay, aber den machen wir fertig. Ich wollte eigentlich Erstangriff machen, aber na gut. Oh! Oh je, kein Bombenderby. Okay. Ich sehe gerade, da oben kann man auch Zeitlupe ein- aus, so ähnlich wie in Mario Luigi Superstar Saga. Aber leider ändern sich nicht wie in Mario Luigi Superstar Saga die BP-Werte. Ich mach mal Chill-Kanone. Ich hoffe, ich kann das überhaupt. Habe ich schon länger nicht gemacht. Konzentration jetzt, merken. Mario, Luigi, Luigi, Mario, Mario, Luigi. Auf die kann man nicht draufspringen. Die haben mir Stacheln und Marius erledigt. Aber jetzt habe ich ja erst recht nichts mehr. Na gut, Hammer. Gut, ich glaube, ein bisschen habe ich sie raus. Genau, man darf einfach keine von ihnen erledigen. Was machen die denn? Oh, jetzt sehe ich die. Die schreiben da Buchstaben. Okay, jetzt ist ein bisschen blöd. Mario hat wenig BP und Luigi wenig KP. Ich nehme mal für ihn ein Ultra-Bonbon. Ah, toll, jetzt ist Mario dran. Ich greife einfach mal an. Wo waren die denn? Oh nein, jetzt kann ich ja gar keine
Attacke machen den auf Flatterkopter. Ich mach mal grüner Panzer. Oder soll ich die Traumaschleuder riskieren? Nö, die kann ich hier beim Aufnehmen nicht. Panzer. Auf gut Glück. Ich habe den ein bisschen geübt. Und jetzt kann ich vielleicht sogar den finalen Schlag. Genau! Aber der steht ja immer noch. Gut. Was für ein langer Kampf. Ich wollte eigentlich Kämpfe meiden. Okay, ich sehe gerade, da drüben ist Attackenfragment. Und eine Bohne. Ich versuche hier alle Bohnen und alle Attackenfragmentblöcke einzusammeln. Aber das sind zwei Wege. Komme ich zum anderen vielleicht auch noch hin? Nö, der ist zu. Oder? Rein theoretisch? Ach was, ich gehe einfach mal da lang. Oh. Ich gehe doch mal den anderen Weg, denn es sieht laut Karte so aus, als ob es oben weitergeht und da links wäre ein Secret-Bereich. Also eine Sackgasse mit Secrets, meine ich. Nö, es ist verbunden. Kiso! Okay, ja, die Traumwelt hier im Somnambald ist echt schön. Und diese hässlichen Pelikane. Ich will jetzt nicht so viel kämpfen. Es sei denn, ich renne aus Versehen in einen rein. Okay, aber wo ist denn der Albtraumsplitter? Ich kriege hier ja eine Menge Sachen und vermute, da oben ist er. Oh nein, so eine Blume bewacht ihn. Na gut, ein kleines Kämpfchen. Ah, aber ich habe mal wieder nicht BP. Verdammt, ich habe es vergessen aufzufüllen. Na gut, dann Sprung. Ja, das da. Los. Getroffen. Kopfball spielen? Okay, kapier ich nicht. Aber egal. Schon, das geht ja voran mit denen. Ich glaube 52 gibt es, dann fehlen ja eigentlich nur noch 10. Wo bin ich? Was habe ich bis eben getan? Mir fehlt jede Erinnerung. Was macht ihr überhaupt hier?
Ich war also gefangen in einem Albtraumsplitter und ihr habt mich gerettet? Ich erinnere mich an nichts. Aber trotzdem muss ich euch wohl danken. Gut, aber was ist hier? Oh, hier ist doch eine Sackgasse. Und ach ja, der Block da hinten öffnet dann wahrscheinlich das Tor. Aber ich will natürlich alle Kisos retten. Übrigens, ich habe irgendwo gehört, es gibt 52. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich glaube, 52 gibt's. Also fehlen noch 10. Und ich will nicht kämpfen. Gut, hier gibt's wieder einen Attacken. Wartet, das ist... Das ist ein Kissenmeister! Ein Kissenmeister? Auch sie wurden Opfer der Versteinerung. Der Tempel. Um ihn zu betreten, müssen wir diesen Kiso retten. Ihr müsst einen Weg dort hinauf finden. Okay. Anscheinend hat auch dieser Ort besondere Kisos. Gut, wie komme ich darauf? Oh, ich sehe es schon. Nö, ich komme da nicht drauf. Okay. Kapiert. Ich sehe, ganz in der Nähe ist ein Attackenfragment. Und noch ein Kiesel, hier gibt es ja massenhaft davon. Da oben ist es nicht. Genau dieses Zeit-Luigi-Sion-Dingsbums aus Pennemünde. Okay, ich hole meinen Stift kurz raus. Genau, ich glaube, hier brauche ich schneller. Ganz schön schnell. Wow, das war aber ganz schön knapp. Schatzhandschuhe Plus habe ich gerade gelesen. Okay, da ist er schon. Der Kisu hat sich jetzt nicht schneller bewegt als sonst. Ah, hübsch. Ah, danke. Ich war versteinert, gefangen in einem Stück Albtraum, jawohl. Ich frage mich, ob die anderen auch versteinert waren. Okay. Ein bisschen philosophisch, der Typ. Okay. Ich glaube, hier oben geht's weiter. Aber da unten war ja auch noch was. Ich meine da links. Eine Abkürzung. Genau. Aber da drüben ist ja was. Nö, dann kann man da oben leider nicht drauf. Ah!
aber hier ist ein Attackenfragmentblock. Okay. Na bitte. Wenn wir diesen Kiso retten, können wir also in den Tempel? So ist es. Dieser Kiso hat eine Verbindung zu den Göttern. Er ist einer der Kissenmeister, der Wächter dieses Tempels. Ohne seine Hilfe wird uns der Pfad zum Tempel verschlossen bleiben. Mario, Luigi, retten wir diesen Kissenmeister. Ich wollte aber noch gar nicht rein. Ach, wie bei Traumswurf. Da bin ich ja auch zu nah rangegangen. Aber egal. Diesen Kissenmeister befreien wir im nächsten Part. Tschüss!